Kinder. Ich habe heute wieder ein Experiment für euch vorbereitet. Ihr braucht dafür einen Teller und in den Teller füllt ihr ein bisschen Wasser, kaltes Wasser. Dann braucht ihr einen Zuckerwürfel und etwas Tinte. Ich habe es jetzt aus einer Tintenpatrone. Es gibt auch ein Gläschen, was ihr halt zu Hause habt. Und schon geht's los. Ihr müsst einfach auf den Zucker etwas Tinte drauf machen und nehmt dann den Zuckerwürfel und stellt ihn in das Wasser und schon könnt ihr schauen, was passiert. Zweiten reinstellen, wenn ihr da Lust drauf habt. Vielleicht habt ihr auch eine andere Farbe von Tinte, die ihr benutzen könnt. Und was da passiert ist, dass sich der Zucker in dem Wasser auflöst. Und der Zucker, der löst sich unsichtbar auf und nimmt durch das Auflösen die Tinte mit und verteilt sie in dem Wasser. Viel Spaß!